Und der Untersuchungsausschuss Warburg Bank, meine Damen und Herren, der steht jetzt hier auf dem Plan. Das ist der nächste Tagesordnungspunkt. Die CDU-CSU möchte die Einsetzung des zweiten Untersuchungsausschusses in der 20. Wahlperiode. Da geht es eben um die Warburg Bank. Wie andere Institute war die Privatbank Warburg in inzwischen höchstrichterlich als illegal eingestuften Cum-Ex-Geschäfte verwickelt. Dabei schoben Investoren Aktienpakete rund um den Dividendenstichtag hin und her. Ziel war es, sich von den Finanzämtern Kapitalertragssteuern zurückerstatten zu lassen, die nie gezahlt worden waren. Es handelt sich um das womöglich umfassendste System der Steuerhinterziehung in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Der Staat wurde um Milliarden geprellt. Die Union beantragt nun auf Bundesebene einen Untersuchungsausschuss, auch weil der Bundeskanzler und damalige erste Bürgermeister von Hamburg hier ein wichtiger Zeuge werden wird, genauso wie in dem Untersuchungsausschuss, der bereits zu diesem Sachverhalt in Hamburg seit anderthalb Jahren tagt. Matthias Mittelberg wird jetzt begründen, warum es jetzt auch einen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene geben soll. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir hätten uns diesen Antrag auf einen Untersuchungsausschuss Steueraffäre Scholz-Warburg sparen können, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt Ihr heutiger Herr Bundeskanzler und frühere erste Bürgermeister von Hamburg hier in diesem Parlament irgendwann mal ehrlich Rede und Antwort zu dem Thema gestanden hätte. Das ist leider nicht der Fall gewesen. Ihr Bundeskanzler ist ohnehin bekannt, ich sage das mal so vorsichtig, für reduzierte Kommunikation. Wir haben in diesem Thema festgestellt, dass es null Kommunikation gab. Wir haben ihn schriftlich befragt. Wir haben ihn in den Finanzausschuss eingeladen und wir haben ihn hier auch in der Kanzlerbefragung zu diesem Thema gestellt. In der Kanzlerbefragung fand er es noch besonders cool, dass er um unsere Fragen locker drumherum geschwurbelt ist. Ich sage das so deutlich, so war es nämlich. Und deswegen gibt es nur einen Weg, dieses Thema jetzt sorgfältig zu untersuchen, nämlich die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Der heutige Bundeskanzler hat damals selber gesagt, die Cum-Ex-Geschäfte waren eine Riesenschweinerei. Ihm sei völlig schleierhaft, wie man das je habe für legal halten können. Gleichzeitig war Hamburg unter der politischen Verantwortung von Olaf Scholz 2016 das einzige Bundesland in dieser Republik, das einzige von 16 Bundesländern, das diese zu Unrecht erstatteten Steuergelder von der Warburg Bank nicht zurückgefordert hat. Ich sage es noch mal, das einzige der Bundesländer. Und wir werden in diesem Zusammenhang fragen, wer ist dafür in Hamburg politisch verantwortlich gewesen, dass diese Gelder nicht zurückverlangt wurden. Sie sagen immer wieder, wenn wir über dieses Thema diskutieren, es sei ja bisher nichts rausgekommen, es hätte sich nichts ergeben. Tatsächlich ist der Tatort mittlerweile übersät mit Indizien, mit Spuren, die alle darauf hindeuten, dass in diesem Fall politische Einflussnahme auf die konkrete Entscheidung stattgefunden hat. Erst gab es in der Hamburger Behörde die Rechtsauffassung, die Gelder mussten zurückgefordert werden. Dann gab es eine ganze Reihe von Gesprächen mit den Chefs der Bank, mit Politikern der Sozialdemokraten in Hamburg. Man kann sie fast gar nicht alle aufzählen. Und zum Schluss eben auch Gespräche mit Bürgermeister Olaf Scholz. Unmittelbar nach diesen Gesprächen hat dann die Behörde in Hamburg ihre Rechtsauffassung geändert. Und an dem Tag, als man in der Behörde eine andere Entscheidung getroffen hat, hat die zuständige Finanzbeamtin eine private WhatsApp-Nachricht an ihre Freundin geschickt und hat geschrieben, ein teuflischer Plan ist heute aufgegangen. Wir können uns alle überlegen, was ein ordnungsgemäßer Verwaltungsvollzug ist. Aber wenn ich Beamtin bin und will irgendwie eine ordnungsgemäße Verwaltungsentscheidung beschreiben, dann würde ich das nicht teuflischer Plan nennen. Das löst reichlich Fragen aus. Und ich sage Ihnen noch Folgendes. Ihr Herr Bundeskanzler hat ja zu Recht immer darauf hingewiesen, er habe in diesem Fall keinen Einfluss nehmen dürfen und habe das auch nicht getan. Wenn ich keinen Einfluss nehmen darf,
auf eine Verwaltungsentscheidung. Das betrifft viele, die in der Verwaltung führend sind, dass sie in dem konkreten Fall keinen Einfluss nehmen dürfen. Dann sage ich das dem Betreffenden, der mich darum nachsucht, der mich darum bittet, dem sage ich das einmal. Dann führe ich ein Gespräch. Hier hat Olaf Scholz ein Gespräch geführt mit den Chefs der Warburg Bank, eine Stunde lang in seinem Amtszimmer. 8 Wochen später hat er sich dann nochmal mit denen zusammengesetzt, nochmal für eine Stunde in seinem Amtszimmer. Und dann hat er 2 Wochen später hinter dem Chefbanker noch hinterher telefoniert und hat ihm gesagt, ich kenne übrigens noch einen, der sich auch nicht einmischen darf. Und das ist mein Finanzsenator Tschentscher. Und an den schickst du jetzt bitte deine Unterlagen und dann wirst du eine adäquate Entscheidung bekommen. Das muss man sich vorstellen. Wie logisch ist denn dieser Vorgang? Wie blöd müssen denn diese Banker gewesen sein, dass Olaf Scholz ihnen 3-mal hintereinander stundenlang erklären musste, dass er sich in diesem Fall nicht einmischen darf? Nein, wir sind an einem völlig anderen Punkt. Bei dieser Beweislage wird Ihnen jeder Jurist sagen, hier gilt jetzt das Prinzip Umkehr der Beweislast. Wenn in all diesen Gesprächen jetzt angeblich nicht über die Warburg Bank und die Steuerrückforderungen gesprochen wurde, was ja der Bankchef Olearius in seinem Tagebuch exakt so niedergelegt hat, wenn das dann nicht der Fall war, dann würden wir aber gerne, dass Olaf Scholz uns jetzt mal mitteilt, worüber wurde denn gesprochen? Über das Radwegenetz in Hamburg, über die Fütterung der Schwäne auf der Außenalster oder was sind denn die Themen gewesen? Nein, jetzt sind wir an dem Punkt, wo der Bundeskanzler zu erklären hat, was jetzt Gegenstand dieser Gespräche war. Dieses Verfahren und diese Sache ist brandaktuell, denn der relevante Banker, der Bankchef Olearius der Warburg Bank, ist vor einer Woche ist die Anklage gegen ihn zugelassen worden. Beim Landgericht Bonn. Übrigens auch so ein Fall, wo die Hamburger Staatsanwaltschaft meinte, da gäbe es ja nicht mal Verdachtsmomente, da muss man nichts machen. Das hat die Staatsanwaltschaft in Köln ganz anders gesehen. Die haben den angeklagt. Jetzt steht er in Bonn vor Gericht. Wegen 280 Millionen Steuerhinterziehung. Um diesen Fall geht es und um die Frage, ob auf diesen Fall, auf diesen Sachverhalt auch politisch Einfluss genommen würde. Und das wird der Kern der Klärung des Untersuchungsausschusses sein. Herzlichen Dank. Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist ein Minderheitenrecht hier im Deutschen Bundestag. 1/4 der Abgeordneten können einen solchen Untersuchungsausschuss beantragen, der dann zu erfolgen hat. Die CDU-CSU verfügt über 197 Abgeordnete, 184 Unterschriften wären notwendig gewesen. Die Union hat diese 197 Stimmen komplett versammeln können. Insofern wird es diesen Untersuchungsausschuss geben. Michael Schrodi, Sprecher für Finanzen der SPD, als nächster Redner. Sehr geehrten Damen und Herren, in Deutschland ist der Steuervollzug Aufgabe der Länder. Zum Steuervoll Warburg Bank gibt es deshalb seit 2,5 Jahren einen Untersuchungsausschuss dort, wo er hingehört, in Hamburg. Dort wurden alle relevanten Zeugen vernommen, alle Akten gesichtet, alle Fragen gestellt und beantwortet. Das Ergebnis nach diesen 2,5 Jahren ist eindeutig. An all diesen Unterstellungen, Herr Mittelberg, keine neuen Indizien. An all diesen Unterstellungen ist nichts dran. Es gab keine Verfehlungen der zuständigen Hamburger Behörden. Es gab keine politische Einflussnahme. Es gibt keinen finanziellen Schaden. Kein Steuergeld ist verloren gegangen, auch wenn Ihnen das politisch überhaupt nicht schmeckt. Nehmen Sie das zur Kenntnis, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dennoch will die CDU-CSU einen nahezu identischen Untersuchungsausschuss im Bundestag einrichten. Es ist offensichtlich, der CDU-CSU geht es nicht um Erkenntnisgewinn, sondern um reine Stimmungsmache gegen den Bundeskanzler Olaf Scholz. Beim intensiven Durchlesen Ihres Antrags stellt sich schon die Frage, was wollen Sie eigentlich wirklich Neues untersuchen? Da gibt es nämlich wenig bis gar nichts, auch in Ihren Antrag nicht, um es an 3 Beispielen konkret zu machen. Die Union will vermeintlich klären, ob es eine politische Einflussnahme auf ein Steuerverfahren in Hamburg gab. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss in Hamburg hat sich damit intensiv beschäftigt und auch Antworten geliefert. Ich zitiere als Änderungsstütze für Sie
aus dem Hamburger Abendblatt vom 18.06. schon 2021. Die frühere Leiterin des Hamburger Finanzamts für Großunternehmen hat im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss am Freitagabend betont, dass es keine politische Einflussnahme gab. Wen und was wollen Sie dazu eigentlich noch fragen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Beispiel 2. Sie wollen vermeintlich wissen, wer Verantwortung trägt, so schreiben Sie es, für etwaige politische Entscheidungen mit erheblichem finanziellen Schaden. Alleine, es gab und gibt keinen finanziellen Schaden. Das wissen Sie auch ganz genau. Es gab auch nie die Gefahr einer Verjährung. Auch die gab es nicht. Es gab im Hamburger Finanzamt die Frage, inwieweit die Rückforderung der Warburg Bank 2016 rechtlich durchsetzbar ist. Und um diese Entscheidung, die Gelder vorerst nicht zurückzufordern. Der damalige Staatsanwalt in Köln, der die Ermittlungen gegen die Warburg Bank führte, war über diese Vorgänge informiert und betonte im Hamburger Untersuchungsausschuss, er sei mit der Entscheidung der Hamburger Finanzbehörden, Zitat, absolut d'accord gewesen. Nach der juristischen Klärung durch das Landgericht Bonn im März 2020 hat die Hamburger Steuerverwaltung auch die Gelder sofort zurückgefordert, sogar mit finanziellem Gewinn, weil es entsprechende Verzugszinsen sogar noch gab. Es ist alles schon bekannt, es ist alles schon auch in den Zeitungen. Wen oder was wollen Sie auch hierzu überhaupt noch fragen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Und zuletzt Beispiel 3. Sie wollen wissen, ob es vermeintliche Widersprüche in den Aussagen von Olaf Scholz gab. Also hierzu, liebe Kolleginnen und Kollegen, waren in der letzten Woche am Freitag 12 Bundestagsabgeordnete im Hamburger Untersuchungsausschuss. Die SZ vom 14. April 2023 schreibt, die Befragung zur Befragung erstreckt sich an diesem Freitag über mehrere Stunden. Die Eindrücke der Zeugen decken sich in wesentlichen Punkten. Scholz habe im Finanzausschuss betont, dass zum Fall alles bekannt sei. Über die Berichterstattung hinaus könne er keine Auskunft geben. Auch die Generalstaatsanwaltschaft sieht keinen Anfangsverdacht wegen vermeintlicher Falschaussage von Olaf Scholz. Ergo auch hier nichts. Kein Widerspruch. Wen oder was wollen Sie hier eigentlich noch fragen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Es könnten noch weitere solcher in Fragen gekleideter Unterstellungen aus Ihrem Antrag aufgezählt werden, die längst aufgeklärt und widerlegt sind. Übrigens zu der Frage, Herr Mittelberg, ob es Ihnen tatsächlich um Erkenntnisgewinn geht. Es gab 2020 drei Sitzungen des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages, in denen Olaf Scholz genau zu dem Thema Rede und Antwort stand. Herr Hauer, Sie gerieren sich hier als Chefaufklärer. Damals hatten Sie die große Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und was war? In der Sitzung am 3.4., Herr Hauer, haben Sie keine einzige Frage gestellt. In der Sitzung am 1.7. haben Sie keine einzige Frage gestellt. Und am 9.9., Herr Hauer, sagen Sie selber, haben Sie keine einzige Frage gestellt. Ihr Interesse an dem Thema, und auch Ihre Kollegin, war sehr begrenzt, bis dann Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD ausgerufen wurde. Und dann wurde es für Sie ein Thema, ein politisches Thema. Und seitdem wiederholen Sie falsche, längst widerlegte Unterstellungen, um Stimmung zu machen. Damals gegen den Kanzlerkandidaten der SPD, jetzt gegen den Bundeskanzler. Und es wird Ihnen wieder nicht gelingen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und noch zu einer letzten relevanten Frage. Das Instrument Untersuchungsausschuss ist ein wichtiges Element der parlamentarischen Kontrolle der Bundesregierung und ein wichtiges Minderheitenrecht der Opposition. Es ist daher übrigens wenig geeignet für politische Instrumentalisierung und Klamauk. Dieses Recht auf Untersuchung hat jedoch auch seine verfassungsrechtlichen Grenzen. Wenn sich, wie in Ihrem Antrag, überwiegende Teile des Untersuchungsauftrags auf das Handeln der Freien und Hansestadt Hamburg beziehen, dann
drängt sich geradezu die Frage auf, inwieweit Teile Ihres Untersuchungsauftrags und die Fragen unserer Verfassung überhaupt noch gedeckt sind. Denn die Regierungs- und Verwaltungskontrolle des Parlaments, ein wichtiges Recht, wie zum Beispiel der Untersuchungsausschuss, hat das Verhalten der eigenen Exekutive zum Gegenstand. Der Bundestag kontrolliert die Bundesregierung. Die Regierungen der anderen Gebietskörperschaften unterliegen der Kontrolle ihrer Parlamente. So wurde das übrigens auch bei der Einsetzung des Cum-Ex-Untersuchungsausschusses 2016 von CDU, CSU und SPD gemeinsam auch genauso formuliert. Ich mache es Ihnen mal griffiger. Die Maskendeal-Affäre des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder wird deshalb nicht im Deutschen Bundestag, sondern im Bayerischen Landtag aufgeklärt. Da gibt es übrigens mehr zu untersuchen und zu holen als hier. Es lässt sich also abschließend sagen, inwieweit die Ausweitung des Untersuchungsverfahrens auf rein Hamburger Angelegenheit einen verfassungsrechtlichen Eingriff in deren staatliche Hoheit bedeutet, scheint mir die allererste Frage zu sein, die der Geschäftsordnungsausschuss, dem wir heute den Antrag der CDU-CSU überweisen, wird klären müssen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Allen weiteren Schritten sehen wir gelassen und mit großem Vertrauen entgegen. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe oder den nächsten Redner, gibt es eine Kurzintervention aus der AfD-Fraktion. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Schodi, ich glaube, auch das werden wir, was Sie hier eben gesagt haben, im Untersuchungsausschuss klären. Denn Ihnen sollte bekannt sein, und ich habe ja als Zeuge am Freitag ausgesagt und bin gut vernetzt mit den Kollegen in Hamburg, dass nach wie vor, Sie sprechen von Schaden sei nicht entstanden, und Sie spielen dieses Narrativ nämlich auch, dass die Zinsen ja ein Gewinn wären. Ist Ihnen bekannt oder haben Sie wieder besseren Wissens in Ihrer Rede eben behauptet, dass vollständig bezahlt wurde? Denn in Hamburg und im Untersuchungsausschuss ist klar geworden, dass immer noch nicht vollständig die Zinsen der Warburg Bank entsprechend, die gezahlt werden mussten auf die 47 Millionen, erstattet worden sind. Oder haben Sie da jetzt auch partielle Amnesie, wie Herr Bundeskanzler? Herr Schrodi, Sie dürfen antworten. Sie dürfen. Sehr geehrter Herr Gottschalk, ich habe meinen Ausführungen von vorher eigentlich nichts noch mal dazu zu setzen, denn es ist klar geworden in meinen Ausführungen, und um das geht es jetzt gerade hier. Wir haben den Vorwurf, es gäbe ein Verjähren lassen von Rückforderungen der Warburg Bank. Das habe ich erwähnt, ist falsch, diese Behauptung. Und es ist falsch auch die Behauptung, das steht im Antrag der CDU-CSU hier, dass es finanziellen Schaden gab. Und ich habe deutlich gemacht, und das kann man nachlesen, das ist schlichtweg falsch. Die Rückforderungen sind verlangt, sie sind eingezogen und sie sind, das ist mein Kenntnisstand und so können Sie es auch gerne lesen, sind inklusive der Zinsen, weil es gibt Verzugszinsen, auch gezahlt worden. Insofern ist das, was die CDU-CSU in ihrem Antrag formuliert hat, schlichtweg falsch. Das habe ich zum Ausdruck gebracht. Guten Tag allerseits. Stefan Brandner hat das Wort für die AfD-Fraktion. Ja, und Stefan Brandner ist der parlamentarische Geschäftsführer der AfD und Mitglied im Rechtsausschuss. Wenn Frau Klöckner sich wieder einhat, fange ich an. Kann ich anfangen? Also, meine Damen und Herren, Frau Präsidentin natürlich auch. Meine Damen und Herren, die CDU setzt ihren ersten eigenen Untersuchungsausschuss ein. Und was sie nach großem Tamtam und großspurige Ankündigung nun vorlegt, ist mehr als dünn. 6,5 Seiten, davon 1,5 Seiten alleine Namen. Ich muss Ihnen sagen, mit 5 Seiten Untersuchungsauftrag, da kommen Sie bei uns nicht weit. Opposition müssen Sie noch lernen. Wir sitzen direkt neben Ihnen, rufen Sie einfach bei uns an und wir zeigen Ihnen, wie das geht. Nichtsdestotrotz will man sich nun den mutmaßlichen Lügengeschichten und oder den zunehmenden Amnesieanfällen des Kanzlers, schade übrigens, dass er nicht da ist, vielleicht hat er den Termin ja
vergessen heute. Also jedenfalls widmen. Das ist aus unserer Sicht in Ordnung und bedarf einer Aufklärung, denn wer möchte schon von jemandem regiert werden, der entweder rätselhaft vergesslich ist oder einfach lügt, ohne roter zu werden, als er bereits ist. Meine Damen und Herren, der Begriff des Rumscholzens ist inzwischen fest im deutschen Sprachgebrauch verankert. Er steht für sorgfältige und langfristige Planung und Politik. Ankündigung, aber das Gegenteil dann machen, für Ausweichen, für Weglächeln, für Bürger auslachen, für Nichtreagieren und für auf Gedächtnisverlust verweisen. Wie Joe Biden für Arme, wir sind halt in Deutschland. Wie kann so ein Mann, wie kann eine solche Person Deutschland überhaupt regieren? Ein Land, das von einer großen Krise in die andere schlittert und gesteuert wird, wie kann so ein Mensch an der Spitze unseres Staates stehen? Die Zeitschrift Cicero hat die Antwort dazu in Form einer Frage, und die lautet: Wie konnte jemand mit so wenig Anstand und Begabung ins Bundeskanzleramt kommen? Ich verrate Sie. Es ist zum einen seine Scholz-O-Mat-Aura, und seine Konkurrenten waren ja auch mehr als blass. Frau Merkel wollte oder sollte nicht mehr. Kanzlerkandidat Laschet lächelte sich ins Abseits angesichts der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Söder strickte sich in Intrigen, aus denen er nicht mehr herauskam. Und der heutige Oppositionsführer, Herr Merz, sitzt ja da, ist mit seiner BlackRock-Verstrickung ja auch als Bundeskanzler kaum zumutbar. BlackRock muss man wissen, Herr Merz weiß es, er lächelt schon, BlackRock muss man wissen, eine Investmentgruppe mit einem verwalteten Vermögen von 10 Billionen Euro, etwa 2,5-mal so viel, wie Deutschland überhaupt als Bruttosozialprodukt erwirtschaftet. Herr Merz, das lässt nichts Gutes erwarten auf die Personen, die demnächst Einfluss auf deutsche Politik hier in Deutschland nehmen sollen. Es schwant einem nichts Gutes. Auch noch Wolfgang Schäuble ist ja im Gedächtnis mit dem Geldkoffer und den 100.000 Mark, die nie geklärt wurden. Also da schwingt sich jemand zum Ankläger auf, der eigentlich auf die Anklagebank gehörte. Meine Damen und Herren, Geldkoffer. Korruption, man denke an die Corona-Gewinnler und die Maskendealer bei CDU und CSU-Skandale, wohin man schaut. Und der Herr Scholz, erster Bürgermeister von Hamburg, der schon beim G20-Gipfel im Jahr 2017 seine Stadt in Schutt und Asche hat legen lassen, hängt in diesem Sumpf mittendrin. Und noch interessanter wird es natürlich dadurch, dass in diesem Warburg-Banksumpf jetzt auch noch Matthias Döpfner auftaucht. Wir wissen, das ist der Springer-Chef, der uns Ostdeutsche gerne als minder bemittelte Faschisten oder Kommunisten beschimpft und gerne die FDP und Herrn Kubicki in seinen Presseorganen in den Himmel und über den grünen Klee lobt. Also ich bin gespannt, was da kommt. Auch Herr Döpfner hat 60 Millionen von der Warburg Bank erhalten. Bin gespannt, was da noch alles zum Vorschein kommt. Meine Damen und Herren, es bedarf der Aufklärung, aber wir haben wesentlich größere Probleme in Deutschland. Wir haben erheblichen Schaden durch das Afghanistan-Desaster mit vielen Toten, durch das Corona-Desaster mit 100 Milliarden Kosten, die Nord Stream-Sprengung, die schrankenlose Einwanderung, explodierende Kriminalität, zig Milliarden Kosten durch die Einwanderung, das Treuhand-Desaster und das Desaster des Merkel-Regimes. Diese Probleme bedürfen der Aufklärung zusätzlich. Das wollen Sie natürlich alle nicht. Sie haben alle Dreck am Stecken. Sie wollen vertuschen. Sie stürzen sich jetzt auf Olaf Scholz und die Warburg Bank. Viel Spaß dabei. Wir sind dabei, aber meinen, dass es viel, viel größere Anstrengungen bedarf, um Deutschland wieder auf den rechten Weg zu bringen. Vielen Dank. Die nächste Rednerin in der Debatte kommt von den Bündnisgrünen. Katharina Beck, sie ist die Sprecherin für Finanzen der Grünen Bundestagsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Unionsfraktion, Sie stellen einen Antrag auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses mit einem sehr konkreten Ziel, die Sachverhalte rund um die Steuerrückforderungen der Warburg Bank in Hamburg im Rahmen von Cum-Ex-Geschäften weiter aufzuklären. Es ist Ihr gutes Recht als Fraktion des Deutschen Bundestages und dem übergeordneten Ziel des Antrags, Transparenz und lückenloses Aufklären möglicher Finanzmarktkriminalität, dem kann ich viel abgewinnen. Und wir Grünen treten seit vielen Jahren genau dafür ein. Deshalb waren es ja auch wir Grüne, allen voran, das möchte ich noch mal erwähnen, der geschätzte ehemalige Kollege Gerhard Schick, die 2016 den ersten Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex initiiert haben. Dadurch wurden überhaupt erst die wichtigen Erkenntnisse rund um die Cum-Ex-Geschäfte aufgedeckt und das immense Ausmaß des Schadens.
Auch die Relevanz des Themas Cum-Cum wurde als erstes überhaupt erkannt. Zudem konnte die damalige personelle Unterbesetzung des BMF oder die Einflussnahme wichtiger Finanzlobbygruppen durch diesen Untersuchungsausschuss sichtbar gemacht werden. Und mit diesen und weiteren Erkenntnissen konnten nicht nur die strafrechtlichen Untersuchungen sinnvoll bearbeitet und vorbereitet werden. Das Thema kam so erst auch richtig in die Öffentlichkeit und schuf ein Bewusstsein für das doch den sperrigen Begriff in der Breite der Gesellschaft. Und vielen Dank an dieser Stelle nochmal fraktionsübergreifend für alle an die gute Arbeit damals. Denn bei Cum-Ex und den ähnlichen Cum-Cum-Geschäften handelt es sich um den größten Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Bei Cum-Ex geht man davon aus, dass mindestens 12 Milliarden Euro Steuerschaden entstanden ist. Hierbei haben sich sehr wohlhabende Menschen zusammen mit FinanzmarktakteurInnen, die sich offensichtlich für nichts zu schade waren, Steuergelder zurückerstatten lassen, die nie gezahlt wurden. Man muss keine Heilige sein, um direkt zu merken, dass sowas vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Und es ist mittlerweile klar, ja, das war illegal, und zwar von Anfang an. Es wurden nicht nur Steuern hinterzogen, sondern öffentliche Gelder in Milliardenhöhe zu Unrecht ausgezahlt und der Staat somit beraubt. Geld, das an anderen Stellen fehlt. Und trotz allem versteckte man sich später hinter dem Mantel der Unwissenheit und Unschuld und bezahlte sogar Beratungsfirmen, um öffentlich zugängliche Gutachten für Scheinlegalität herzustellen. Die Cum-Ex-Geschäfte sind nur die Spitze des Eisbergs, wenn man sich die finanziellen Schäden durch die den Cum-Ex-ähnlichen Cum-Cum-Geschäften anschaut. Dort geht es wahrscheinlich sogar um 28 Milliarden Euro. Ich komme gleich noch zu dem Antrag, aber wir müssen das einbetten in das Thema auch Demokratie und Vertrauen. Diese Ausmaße, abgesehen vom Thema Finanzkriminalität, erodieren auch Fairness und die soziale Marktwirtschaft in unserem Land. Die Reichen, das muss man leider so deutlich sagen, werden bei Cum-Ex noch reicher, indem sie mit Steuerbetrug die Staatskasse ausnehmen, während normale Menschen sie mit ihren Steuern auf Einkommen und Umsätze rechtschaffen befüllen. Wir haben eine sehr starke Konzentration der Vermögen in Deutschland. Das vermögendste 1% der Menschen besitzt mehr als 90% der gesamten anderen Menschen in unserem Land. Und in diesem 1% sind mutmaßlich genau jene Personen enthalten, die durch die kriminellen Cum-Ex-Geschäfte noch reicher wurden, und zwar auf Kosten des Staates und damit der gesamten Gesellschaft. Und damit ist es auch ein strukturelles Machtproblem und ein Problem für die Demokratie. Dass wir als Staat solche Geschäfte unter allen Umständen untersuchen und aufklären, ist daher extrem wichtig, auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Untersuchungsausschuss 2016 hier im Bundestag hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet, und das war gut so. Nun zu Ihrem Antrag noch einmal, liebe Unionsfraktionen. Sie wollen den Blick im Bundestag nun zum zweiten Mal auf diese kriminellen Geschäfte richten, allerdings mit dem engen Fokus nur auf die Finanzverwaltung in Hamburg und die Geschäfte der Warburg Bank, die ebenfalls in Hamburg ansässig ist. Als Abgeordnete aus Hamburg liegt mir wirklich viel daran, dass mögliche kriminelle Machenschaften lückenlos aufgeklärt werden. Aber in der hamburgischen Bürgerschaft läuft bereits seit 2020 ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der genau dieses Thema in den Blick nimmt. Der Einsetzungsantrag von damals enthält fast deckungsgleich die Fragestellungen, die Sie jetzt hier im Bundestag erneut aufwerfen möchten. Im Untersuchungsausschuss in Hamburg wurden die für die relevanten Akten auch von der Staatsanwaltschaft in Köln durchgearbeitet und alle an der Entscheidung beteiligten Personen befragt, fast alle sogar zweimal. Und auch die Mitglieder des Finanzausschusses der letzten Wahlperiode werden sich an Besuche im Untersuchungsausschuss in Hamburg in den letzten Wochen gut erinnern. Die umfassenden Untersuchungen in Hamburg sind auf der Zielgerade. Die relevante Frage ist, welchen Erkenntnisgewinn durch den von Ihnen vorgeschlagenen inhaltlichen Fokus auf die Hamburger Vorfälle ein Untersuchungsausschuss hier im Bundestag darüber hinaus leisten soll. Frau Kollegin, möchten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Hauer zulassen? Ich lasse eine Zwischenfrage von Herrn Hauer selbstverständlich zu, meinem geschätzten Kollegen aus dem Finanzausschuss. Also unter diesen Umständen, das wird jetzt bestimmt sehr freundlich. Ich versuche Schadensminimierung. Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kollegin Beck, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja gerade den ehemaligen Kollegen Gerhard Schick sehr intensiv gelobt, auch für seine Verdienste im Finanzausschuss, in der Finanzpolitik. Und er ist ja jetzt auch immer noch im Finanzbereich tätig. Er arbeitet für Finanzwende. Er ist dort der Vorstand, der Kopf von Finanzwende. Und dann würde ich mal schauen, was Herr Schick genau zu diesem Untersuchungsausschuss gesagt hat. Ich zitiere ihn, nämlich vom 4.4. Gut, dass die Union jetzt
mit einem Untersuchungsausschuss im Bundestag alle Register für die Cum-Ex-Aufklärung zieht. Olaf Scholz' Erinnerungslücken sind unglaubhaft. Wir fordern endlich volle Transparenz. Dann gibt es hier eine schöne Social-Media-Kachel mit dem Gesicht Ihres Kollegen Herrn Schick drauf. Da steht drauf, Zitat, Scholz darf mit seiner Verschleierungstaktik nicht durchkommen. Und vor dem Hintergrund Ihrer Aussagen zu Herrn Schick würde mich doch Ihre Position dazu interessieren, ob Sie Herrn Schick da zustimmen würden oder ob Sie das für falsch halten. Also, Herr Schick spricht für sich selbst. Er hat Finanzwende sogar mitgegründet. Und natürlich bin ich, und das führe ich hier ja auch aus, extrem doll für Aufklärung. Und wenn wir uns hier im Bund, und wir haben ein paar mehr Kompetenzen, das hätte ich sogar jetzt gleich auch noch gesagt, als in Hamburg, das stimmt ja. Ja? Nur ich möchte gern die Chance ergreifen, wenn ein PUA kommt, und Sie haben ja nun mal über ein Viertel der Abgeordneten, dass wir dann die relevanten Fragestellungen, die sonst noch offen sind, auch noch mit abdecken. Und das ist die Argumentation, die ich hier vorlege. Ich finde allerdings auch, dass es manchmal einfacher ist, von außerhalb der als parlamentarische Repräsentantin dann noch mal andere Worte zu wählen, als wenn man jetzt in der Rolle eines MdB ist. Und diese Differenzierung ist, glaube ich, auch manchmal noch wichtig. So, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Das muss man dann immer noch fragen. Meine erste Zwischenfrage nach 1,5 Jahren. Aber vielen Dank, Herr Hauer. Also, die Frage ist nämlich, welchen Erkenntnisgewinn durch den von Ihnen vorgeschlagenen inhaltlichen Fokus auf die Hamburger Vorfälle ein Untersuchungsausschuss hier im Bundestag darüber hinaus leisten soll. Wir haben, das habe ich gerade gesagt, ein paar weitergehende Kompetenzen im Bund im Vergleich mit den Ländern, aber der erwartete inhaltliche Mehrwert mit dieser engen auf Hamburg beschränkten Fragestellung zum jetzigen Zeitpunkt ist stark begründungswürdig. Ich fände es spannend und wir als Grüne fänden es spannend, wenn man den ganzen Cum-Themenkomplex noch mal untersucht. Denn es gibt in der Tat relevante Bereiche, wie zum Beispiel die Cum-Cum-Geschäfte, die vom finanziellen Umfang deutlich gravierender sind als Cum-Ex. Und ich finde, da das gar nicht vorkommt bei Ihnen, ist die Frage erlaubt, worum es Ihnen im Kern eigentlich geht, um echte zusätzliche Aufklärungsarbeit oder aber vielleicht dann doch eher um parteipolitische Motive. Herzlichen Dank. Katharina Beck, die Sprecherin für Finanzen der Bündnisgrünen. Im Raum steht ja die Frage, ob eine Intervention aus der Politik beim Verzicht auf Steuerrückzahlungen eine Rolle gespielt hat. Mittendrin der damalige Hamburger Oberbürgermeister Olaf Scholz, der mittlerweile Bundeskanzler ist. Christian Görke, jetzt für die linken Sprecher für Finanzpolitik. Auch wir als Linksfraktion wollen diesen Untersuchungsausschuss. Es muss endlich reiner Tisch gemacht werden, denn Deutschland braucht weder einen Pinocchio-Kanzler bzw. einen Kanzler, der eine bemerkenswerte Teilamnesie hat. Und ich sage Ihnen auch ganz deutlich, wir als Linke kaufen dem Kanzler auch seine Erinnerungslücken nicht ab. Und laut Umfragen auch 70% der Deutschen nicht. Ihr Kanzler, meine Damen und Herren von der SPD, hat sich in Widersprüche verstrickt. Und darüber, Herr Kollege Schrodi, kann auch Ihre diffuse Rede heute nicht hinwegtäuschen. Statt sich hier heute vor den Kanzler zu werfen, sollten Sie mal lieber dafür sorgen, dass Ihre 45.000 Euro Parteispenden, die die SPD Hamburg bekommen hat, von der Warburg Bank zurückgezahlt werden. Das wäre heute mal ein Beitrag gewesen und eine Ankündigung. Meine Damen und Herren, was bemerkenswert ist, dass der Kanzler behauptet, er sei ja schon immer der Meinung gewesen, Cum-Ex sei illegal gewesen. Trotzdem traf er sich dreimal mit dem Warburg-Chef Olarius, als längst schon gegen ihn ermittelt wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Zweimal sogar ohne Zeugen. Wie passt das zusammen? Oder Scholz rief den Olarius so ja direkt an. Also Scholz griff zum Hörer und bat ihn, seine Verteidigungsschrift an den Finanzsenator zu schicken, der dann mit der grünen Ministertinte die Argumente unterstrich und dann an die Steuerverwaltung ging. Warum dann kurz danach die Steuerrückforderung gegenüber der Warburg Bank von 47 Millionen Euro gekippt wurde, das muss lückenlos aufgeklärt werden. Und das nächste Highlight, meine Damen und Herren, wo sich der Kanzler noch im Juni 2020 im Finanzausschuss noch an Details zu einem Treffen erinnern konnte und erst dann seine Erinnerung verlor,
als Journalisten im September anhand der Olarius-Tagebücher weitere Treffen enthüllten. Insofern hatte die grüne Finanzpolitikerin Lisa Paus recht, die Scholz wegen dieser Erinnerungslücken eben auch der Lüge bezichtigt hat. Und ich teile diesen Verdacht, meine Damen und Herren. Komisch aber ist, dass Frau Paus als Ministerin jetzt vor dem Untersuchungsausschuss letzte Woche plötzlich ihre konkreten Erinnerungen verloren hat. Und ich frage mich wirklich allen Ernstes, ist diese Scholz-Amnesie hier in diesem Kabinett irgendwie nur ansteckend? Deshalb, meine Damen und Herren, liebe Grüne und liebe FDP, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich jetzt nicht zu neuen Bodyguards des Kanzlers mutieren, sondern dass Sie sich am Reinemachen hier beteiligen. Ihr Arbeitgeber ist der Wähler und Ihr Arbeitgeber ist nicht das Bundeskanzleramt, meine Damen und Herren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, weil Sie ja auch eben noch geklatscht haben, vielleicht jetzt auch, ehrlicherweise muss auch der Untersuchungsauftrag ausgeweitet werden, denn Ihre Weste ist nämlich alles andere als weiß. Abgesehen von den Parteispenden, und Sie haben noch einen viel höheren Betrag von der Warburg Bank bekommen, steht das Agieren Ihres ehemaligen Finanzministers Schäuble genauso im Fokus. Denn warum schickte dieser 2016 ein Schreiben an die Landesfinanzminister, auch an mich, das die Untersuchung der Cum-Ex-Geschäfte massiv behindert hat? Viele offene Fragen, meine Damen und Herren. Reiner Tisch ist jetzt das Motto. Wir als Linksfraktion werden alles Parlamentarische Mögliche tun. Vielen Dank. Christian Görke war ehemaliger Finanzminister in Brandenburg, jetzt Sprecher für Finanzpolitik der Linken. Und er hat sich über eine Tatsache beklagt, die in der Tat immer wieder zu beklagen ist in Untersuchungsausschüssen, dass die dortigen Zeugen sehr häufig unter Amnesie leiden. Das ist nichts Neues, das hat es schon immer gegeben und es ist nicht gut. Markus Hebrand jetzt für die FDP, der finanzpolitische Sprecher. Ganz offenbar ist die CDU jetzt endgültig auch in der Opposition angekommen. Gut anderthalb Jahre nach der Wahl kann man das ja auch erwarten, auch wenn der Rollenwechsel dem einen oder anderen schon auch noch nicht leicht fällt. Deshalb bin ich auch tatsächlich geneigt, das jetzt in Rede stehende Druckwerk als das zu verstehen, was es ganz offensichtlich auch ist, nämlich der Versuch wirksamer Oppositionsarbeit, die Skandalisierung lange bekannter und vor allem auch schon mehrfach debattierter Sachverhalte soll vor allem medienwirksam ausgeschlachtet werden. Und um nicht missverstanden zu werden, es ist gut, dass es diese parlamentarischen Minderheitenrechte gibt, denn oft genug müssen Dinge tatsächlich mit weitgehenderen Möglichkeiten untersucht werden, als dies im parlamentarischen Alltag möglich ist. Insofern ist es selbstverständlich Ihr gutes Recht, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, einen solchen Ausschuss zu fordern. Und selbstverständlich werden wir auch der Überweisung in den zuständigen Ausschuss zustimmen. Es ist allerdings auch unser gutes Recht, diesen Antrag als das zu bezeichnen, was er aus unserer Sicht ist, nämlich Theater und das auch noch im falschen Schauspielhaus. Inhaltlich fällt es nämlich auch bei aufmerksamer Betrachtung äußerst schwer, eine deutlich veränderte Situation gegenüber dem bekannten Sachstand der letzten Jahre zu erkennen. Nach jahrelangen Recherchen von vielen doch in Teilen ausgesprochen hochmotivierten Journalisten, hochqualifizierten Journalisten und zum Teil auch hochmotivierten ehemaligen Kollegen sind die Erkenntnisse doch weitgehend überschaubar. Mehr noch, es gibt sie eben nicht, die bahnbrechende Entwicklung, die CDU und CSU hier gerade herbei argumentieren wollen. Oder um es anders auszudrücken, wirklich alle in der Sache Beteiligten wurden in den vergangenen Jahren und zum Teil mehrfach auf alle möglichen Zusammenhänge und Hintergründe befragt. Auch vermag ich nicht zu glauben, dass sich Erinnerungslücken durch einen erneuten Untersuchungsausschuss schließen lassen. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber man sollte nicht einfach darüber hinwegsehen. Deshalb sieht die FDP schon aufgrund fehlender neuer Erkenntnisse derzeit keine Notwendigkeit einer Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag. Es ist vielmehr meines Erachtens doch auch so, liebe Kollegen der Union, weil Ihnen die Ergebnisse der bisherigen Befragungen im Finanzausschuss, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hansestadt Hamburg nicht gefallen, instrumentalisieren Sie dieses parlamentarische Gremium nun dazu, Schlagzeilen zu produzieren.
Im Übrigen gilt, dass die von der Union im Antrag angesprochenen Themen ihrem Wesenskern nach weitgehend einfach nach Hamburg verortet gehören. Und genau deshalb gibt es dort auch diesen Ausschuss schon. Es ist doch wirklich schleierhaft, inwiefern ein Untersuchungsausschuss des Bundestages Erkenntnisse zu möglichen Vorgängen im Hamburger Oberbürgermeisterbüro oder der hamburgischen Finanzverwaltung sammeln soll. Der Zusammenhang mit der Bundespolitik ist nur in wenigen Teilaspekten gegeben, die isoliert betrachtet die Begründung für die Einsetzung des Ausschusses auf Bundesebene sehr dünn werden lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, das ist alles eigentlich auch gar nicht von der Hand zu weisen. Und ich hoffe doch eigentlich auch sehr, dass wir einig darin sind, keine parallelen Aufklärungsstrukturen aufbauen zu wollen. Aufklärung ja. Was wir aber nicht benötigen, sind zwei Ausschüsse in der gleichen Sache. Lassen Sie doch die Hamburger Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit machen, den Untersuchungsausschuss dort arbeiten. Ich glaube, Sie wissen ganz genau, was zu tun ist und brauchen keine Unterstützung von der Seitenlinie. Vermutlich ist es der derzeitige Lebenstraum mancher in der CDU-CSU, der Ampelkoalition um Bundeskanzler Scholz das Leben schwer zu machen. Das allein aber sollte nicht der Anspruch an Ihre eigene Arbeit sein. Auch Sie sollten Interesse daran haben, Ihre Ressourcen gewinnbringender einzusetzen und die künstliche Beatmung eines Themas, das einfach durch ist, zu beenden. Herzlichen Dank. Die Taktik ist klar und verständlich. Die Fraktionen der Ampel versuchen, dieses Thema herunterzureden. Die Opposition bauscht es auf, will ja diesen Untersuchungsausschuss und beantragt ihn hiermit auch. Matthias Heuer von der CDU-CSU wird das auch tun. Er ist Mitglied im Finanzausschuss. Olaf Scholz möchte gern einen Schlussstrich ziehen. Einen Schlussstrich unter die Aufklärung der Steueraffäre Scholz-Warburg. Aber es ist die Aufgabe des Parlaments, Regierungshandeln zu kontrollieren, genau hinzuschauen, vor allem dann, wenn so viele offene Fragen und Widersprüche wie in diesem Fall bestehen. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, zu erfahren, warum sich der Mann, der heute Bundeskanzler ist, mehrfach stundenlang mit einem Banker getroffen hat, gegen den mittlerweile sogar Anklage erhoben wurde. Wegen 14 Fällen der besonders schweren Steuerhinterziehung, wegen einem Steuerschaden von knapp 280 Millionen Euro. Und als Olaf Scholz ihn dreimal traf und ihm dann auch noch hinterher telefonierte, dann wusste Olaf Scholz, dass gegen ihn wegen schwerer Steuerhinterziehung ermittelt wird. Und man darf und ich würde sagen, man muss von einem Regierungschef wie Olaf Scholz erwarten können, dass er sich mit aller Kraft solchen kriminellen Machenschaften entgegenstellt, dass er Kriminellen keine Handlungsanweisungen gibt, sondern dass er ihnen klipp und klar sagt, dass sie mit einem Steuerraub nicht davonkommen. Und man darf auch erwarten, dass Herr Scholz den Steuerräubern sinnbildlich nicht auch noch den Weg zum Fluchtwagen zeigt. Und wir als CDU und CSU haben ja versucht, parlamentarisch alle Register zu ziehen. Wir haben mehrfach versucht, den Bundeskanzler vor dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages dazu zu befragen. Das hat die Ampelkoalition mehrfach verhindert mit ihrer Mehrheit gegen die gesamte Opposition. Wir haben eine Aktuelle Stunde beantragt und Olaf Scholz hat geschwiegen. Also, ich will Ihnen mal was sagen. Wenn Sie die Sitzung aus Anfang 2020 ansprechen, da gab es ein Kanzler auf der Flucht, der nach 45 Minuten wieder weg musste. Der ist später gekommen, er ist früher gegangen. Es gab 2 Minuten. Jede Fraktion hatte eine Wortmeldung. Und da hat er sich sogar noch erinnert an das, woran er sich heute nicht mehr erinnert. Das nur als Zwischenruf. So, und in Regierungsbefragungen hat er sich entzogen. Auf schriftliche Fragen entzieht sich der Bundeskanzler. Berechtigten Fragen von Journalistinnen und Journalisten stellt er sich nicht. Die müssen sogar einklagen, dass Herr Scholz mit ihnen über Cum-Ex und seine Warburg-Verstrickungen spricht. Und weil die Ampelfraktion, weil Herr Scholz da mauert, ist ein Untersuchungsausschuss hier zur Sachverhaltsaufklärung zwingend erforderlich. Und auch Grüne und FDP wollten da ja mal aufklären.
Und warum hat Herr Schrodi und die SPD, warum haben die eigentlich so viel Angst vor der Aufklärung? Hören wir doch mal rein, was Grüne und FDP damals gesagt haben, zu dem Zeitpunkt, als Herr Schrodi meinte, Herr Scholz hat schon vollständig alles aufgeklärt. Da haben die Grünen behauptet, Olaf Scholz habe den Bundestag belogen, er habe etwas zu verbergen. Die FDP hat danach behauptet, Herr Scholz sehe Zweifel an seiner Integrität und Glaubwürdigkeit. Politische Einflussnahme sei die einzig plausible Erklärung. Das sagen Ihre Kollegen. So, doch mit der Regierungsübernahme von FDP und Grünen haben Sie Ihren Aufklärungswillen plötzlich verloren. Den haben Sie nämlich an der Pforte Ihrer Ministerien wohl abgegeben. Und ich appelliere an Sie, auch aus Ihren Reihen haben hochgeschätzte Kolleginnen und Kollegen sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Behalten Sie bitte dieses Aufklärungsinteresse. Opfern Sie es bitte nicht einem blinden Koalitionsgehorsam gegenüber der SPD. Es geht hier um die Durchsetzung von Bundesrecht. Es geht um Milliardenschaden für den Steuerhaushalt auf Bundesebene. Es geht um das Agieren und die Glaubwürdigkeit des Bundeskanzlers. Wir haben im Bund deutlich umfassendere Möglichkeiten zur Aufklärung als die hamburgische Bürgerschaft. Und dem wird sich auch der Bundeskanzler nicht entziehen können. Wir werden alles daran setzen, die vollständige Aufklärung der Steueraffäre Scholz-Warburg zu betreiben. Und wir laden alle Fraktionen dazu ein, sich an dieser Aufklärung zu beteiligen. Vielen Dank. Matthias Hauer war das für die CDU-CSU. Ganz andere Meinung der Frage. Wird jetzt Franke Heiligenstadt sein? Warum? Warum sie ist Mitglied der SPD-Fraktion und Mitglied im Finanzausschuss für die Sozialdemokraten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir alle wissen, Untersuchungsausschüsse sind das schärfste Schwert der Opposition. Das Grundgesetz ermöglicht dem Parlament die Einrichtung von Untersuchungsausschüssen. Damit sind diese Instrumente parlamentarischer Kontrolle in einem sehr hohen Rang abgesichert. Gerade weil diese Instrumente aber so hart und auch wichtig sind, ist es auch Aufgabe von Fraktionen und Abgeordneten, sehr sorgsam mit der Auswahl der Mittel und der Entscheidung für einen Untersuchungsausschuss umzugehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich nenne da mal ein Beispiel, dass zum Beispiel die AfD inflationär Untersuchungsausschüsse beantragt, erst gestern wieder zu Corona-Fragen geschenkt. Das sind wir von dieser Fraktion rechts außen nicht anders gewohnt. Aber, sehr geehrter Herr Merz, er ist nun mal nicht mehr da, aber ich hätte Ihnen gerne die Frage gestellt, von Ihnen und Ihrer Fraktion hätte ich doch etwas deutlich mehr erwartet. Sieht so die von Ihnen angekündigte konstruktive Oppositionsarbeit aus? Sieht die Arbeit so aus, wenn ich das anschaue angesichts der Punkte, die schon längst durchgearbeitet sind? Was ist nicht schon alles geschehen? Meine Kollegen haben das ausgeführt, um die Cum-Ex-Geschäfte der Warburg-Bank aufzuklären. In aller Kürze, wir haben zwei Presseveröffentlichungen aus den Tagebüchern des Cum-Ex-Bankiers Olearius. Wir haben drei Befragungen im Bundestag im Ausschuss, eine zunächst verhinderte Razzia der Kölner Staatsanwaltschaft in Hamburg und einen 2,5 Jahre dauernden Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft zu den Fragen der Cum-Ex-Geschäfte der Warburg Bank. Ergebnisse aller Untersuchungen bis jetzt, sehr geehrter Herr Mittelberg, der Abschlussbericht wird natürlich noch erstellt werden. Da war nichts, da ist nichts und da wird auch nie etwas sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zumindest nicht in Bezug auf Ihren Untersuchungsantrag. Es gab keine Einflussnahme auf die Entscheidung der Finanzverwaltung. Es gibt keinen Schaden in Bezug auf staatliche Steuereinnahmen, weil alle Steuerschulden zurückgezahlt wurden und Zinsen dafür ebenfalls festgesetzt wurden. Und es gibt auch keine Widersprüche in den Aussagen von Olaf Scholz. Das können Sie so oft behaupten, wie Sie wollen, wenn man was falsch behauptet. Und immer wieder wird es dadurch nicht richtiger. Und selbst, meine sehr verehrten Damen und Herren, die kritische Öffentlichkeit in den Medien, und ich gebe mal ausnahmsweise in meinen Worten zusammengefasst einen Artikel der Bild-Zeitung vom 14. April 2023 wieder. Dort heißt es sinngemäß, selbst der größte Kritiker, gemeint ist der
ehemalige Kollege Di Masi, konnte keine entscheidenden Widersprüche zwischen den Scholz-Auftritten nennen, stattdessen jede Menge Spekulation und die Bild weiter, Fazit, endloses Polittheater, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Einschätzung ist, es geht hier der CDU-CSU-Fraktion wirklich nicht um einen Erkenntnisgewinn, sondern es geht ihnen nur darum, weiter mit Dreck zu schmeißen, damit nur ja irgendetwas hängen bleibt. Sie wollen die Fortsetzung des Polittheaters, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie wollen mit möglichst unwahren Unterstellungen und nicht belegten Behauptungen arbeiten, haben Sie ja jetzt auch schon gerade wieder gemacht, weil niemand in Ihren Reihen das Format des Bundeskanzlers Olaf Scholz besitzt. Denn Olaf Scholz ist ein Bundeskanzler, der uns in schwierigen Zeiten besonnen, klug und weitsichtig durch wirklich schwere Herausforderungen führt. Und das ist auch gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte noch mal betonen, ich scheine ja getroffen zu haben bei Ihrer Aufregung. Touché, denke ich. Untersuchungsausschüsse sind Rechte der jeweiligen Parlamente auf ihrer Ebene. Also noch mal zum Erklären. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss in einem Landtag befasst sich mit Landesaufgaben, ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Bundestag mit Bundesfragen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU, es gibt hier keine zusätzliche Instanz, bei der man in Revision oder Berufung gehen kann, wenn einem die Ergebnisse der vorherigen Ebene nicht passen. Aus diesem Grunde ist es auch fraglich, ob die von Ihnen im Antrag benannten Fragenkomplexe überhaupt verfassungskonform sind. Der Sachverhalt um die Cum-Ex-Geschäfte der Warburg Bank ist nun tatsächlich vorwärts und rückwärts in allen unterschiedlichen Facetten durchleuchtet worden. Sie scheinen das tote Pferd noch in irgendein Ziel reiten zu wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Fraktion, Sie führen ja an, neue Erkenntnisse auf Bundesebene gewinnen zu wollen. Ich fände, erkenntnisbringender wäre es vielleicht, wenn Sie zu anderen Themen Untersuchungsaufträge vielleicht sogar in Ihrer eigenen Fraktion bearbeiten würden. Mir würden auf Anhieb ein paar Beispiele einfallen. Was ist mit den Maskendeals der Abgeordneten der letzten Legislaturperiode? Wie sind die Vorgänge der Aserbaidschan-Affäre aufgearbeitet worden? Wie ist es eigentlich mit den Ergebnissen der Lobbyismus-Affäre um den Kollegen Philipp Amthor und dem ehemaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier und dem ehemaligen Verteidigungsminister zu Gutenberg umgegangen worden? Aber wenn es darum geht, dass die CDU-CSU in ihrem eigenen Laden mal eine Aufarbeitung startet, wird sie seltsam still. Seltsam still. Jedoch vor den Bundestagswahlen, wie zuletzt mit der Razzia in Köln in Bezug auf die Fragestellung der FIU, ist ihnen jedes Mittel recht. Anscheinend hat das aber bei der Union Tradition. Denn erst vor kurzem mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass bereits unter Adenauer mit der BND-Affäre staatliche Institutionen für Angriffe auf den politischen Mitbewerber verteilt. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Sie scheinen wirklich vor nichts zurückzuschrecken. Behörden und parlamentarische Kontrollgenehmigung. Ja, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, für parteipolitische Zwecke zu nutzen. Frau Kollegin. Sie schaden damit der Demokratie. Frauke Heiligenstadt war das für die SPD. Der Bundestag diskutiert hier über den Untersuchungsausschuss. Für die AfD-Fraktion hat Kay Gottschalk jetzt das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, vor allen Dingen sehr geehrte Steuerzahler, es geht um Ihr Geld und auch liebe Bürgerinnen und Bürger und Wähler, es geht um Glaubwürdigkeit. Und das haben Sie eben, Frau Heiligenstadt, ganz und gar verwirrt. Der Skandal um Cum-Ex, da hat der Bundeskanzler totale Transparenz zugesagt. Sein Code ist aber 130. Im ersten Gespräch, was Kollege Hauer im Finanzausschuss zitierte, hatte er sich an ein Gespräch erinnert, dann waren es mindestens drei. Er hat sich die Tagebucheinträge auf meine Frage hin zu eigen gemacht. Da wusste er schon in Teilen, was dort drin stand, meine Damen und Herren. Und null heißt etwas später, weil dann auch noch Wirecard, da hat Ihr Kanzler auch keine gute und der damalige Finanzminister Figur gemacht, dann noch aufkam und tatsächlich die Kanzlerkandidatur gefährdete. Jetzt hat er null.
Nullerinnerung. Jeder normale Bürger würde in Beugehaft für so eine Erinnerungslücke kommen. Das ist komplett unglaubwürdig, meine Damen und Herren. Und mittlerweile schreibt dieser Krimi ja schon Bücher. Es gibt darüber entsprechend Dokumentation. Und warum wir hier auch die Aufklärung wollen, das ist ein Grundproblem unserer Demokratie mittlerweile. Denn die Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg, und ich betone, wollte nichts feststellen. Bonn musste ja auch hier an anderen Stellen entsprechend hilfsweise eintreten, meine Damen und Herren. Und klar ist für mich, wenn die Justiz nicht handeln will in Hamburg und es weiter offene Fragen gibt, das haben die Kollegen hier betont, für Fehlverhalten, Erinnerungslücken, die nicht glaubwürdig sind, dann muss eben die Politik handeln, und zwar mit dem schärfsten Schwert. Und das heißt hier an dieser Stelle Untersuchungsausschuss. Und Frau Beck, Sie sitzen mit in Hamburg in der Regierung. Auch da hätte ich mir entsprechend in der Bürgerschaft viel mehr Aufklärungswillen gewünscht. Aus diesem Grund begrüßen wir als AfD-Fraktion die Einsetzung eines zweiten Untersuchungsausschusses. Aber wenn wir mal über Demokratie und Glaubwürdigkeit sprechen, liebe Kollegen der Union, wir hätten uns gestern auch gewünscht, dass Sie den Corona-Untersuchungsausschuss unterstützt hätten. Denn da ist auch etwas faul im Staate Dänemark. Und was ist eigentlich mit Nord Stream, was wir fordern? Da ist auf deutsche Infrastruktur ein Anschlag verübt worden, und Sie rühren keine Hand. Demokratisch wäre gewesen, was Sie hier hochhalten, uns auch dort zu unterstützen, wie wir es natürlich als demokratische Fraktion hier auch tun werden, mit diesem Untersuchungsausschuss. Ja, und ich denke schon, dass wir uns von dem Verhalten, was ich hier heute auch in Teilen von der CDU-CSU hören konnte, abgrenzen wollen. Denn wir wollen tatsächlich, wie der Kollege Görke sagte, Licht ins Dunkel bringen. Es ist nicht unsere Absicht, den Bundeskanzler untragbar zu machen. Wenn er dann aufgrund unserer Tatsachen, die wir ermitteln, das so wäre, dann ist es gut so. Aber dieser zweite Untersuchungsausschuss soll in erster Linie die Wahrheit ans Licht bringen, Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, das Vertrauen in Demokratie und eine funktionierende Justiz, zum Beispiel in Hamburg, zurückgehen. Und wir tun gut daran, wenn wir das verinnerlichen und nicht Hauptaugenmerk darauf liegen, und da sage ich dann auch Gott bewahre, dass die CDU-CSU sicherlich den nächsten Kanzler in Form von Herrn Merz stellen wollen. Das ist nicht unser Ziel. Aufklärung, Transparenz und glaubwürdige Demokratie, das ist unser Ziel, und das werden wir unterstützen. Der nächste Redner ist Bruno Hönel für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Bruno Hönel sitzt im Finanzausschuss für seine Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte zu Beginn noch einmal unmissverständlich klarstellen, dass es natürlich zuallererst einmal das parlamentarische Recht der Union ist, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und selbstredend, Herr Hauer, teilen wir auch als Grüne Bundestagsfraktion das grundsätzliche Anliegen, Cum-Ex lückenlos aufzuklären. Frau Beck hat darauf hingewiesen. Das zeigt sich schon dadurch, dass wir 2016 auf den ersten Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex gedrängt haben. Und gleichzeitig muss man allerdings festhalten, dass wesentliche Fragen zum Versagen von Kontrollinstanzen, von politischer Untätigkeit, aber auch zum Einfluss der Bankenlobbys auf die Gesetzgebung offen geblieben sind im ersten Untersuchungsausschuss. Und das ist in Teilen bis heute so. Deswegen finde ich es auch grundsätzlich richtig und geboten, dass wir uns mit diesem brisanten Thema auch weiterhin auseinandersetzen. Auch wenn das hier im Plenum sicherlich alle wissen, möchte ich gerade für die BürgerInnen, die sich für dieses ja nicht ganz leichte Thema interessieren, noch einmal ganz kurz zusammenfassen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Illegale Cum-Ex-Geschäfte, das sind Aktientransaktionen, die kurz vor oder nach dem Tag der Dividendenausschüttung getätigt werden. Was die BetrügerInnen gemacht haben, war, die Aktien hin und her zu schieben, bis es dem Finanzamt nicht mehr klar ist, wer als Inhaber der Wertpapiere eigentlich Anspruch auf die Rückerstattung der Kapitalertragssteuer hat. In der Folge haben die Finanzbehörden dann die Kapitalertragssteuer auf Dividenden mehrfach zurückerstattet, die der Staat allerdings nur einmalig eingenommen hat. Allein in Deutschland geht es da um einen Schaden von mindestens 10 Milliarden Euro. Diese Milliarden wurden dem Fiskus und damit natürlich auch den SteuerzahlerInnen durch die Finanztricks verschiedener Akteure rechtswidrig geraubt. Und so klar muss man das auch hier benennen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Allen BürgerInnen, die in Deutschland arbeiten und ihre Steuern zahlen, ist klar,
dass etwas nicht stimmen kann, wenn man vom Finanzamt Steuern zurückerstattet bekommt, die man eigentlich nie gezahlt hat. Und mir braucht niemand erzählen, dass auch nur ein Akteur, einer der beteiligten Akteure, das nicht wusste. Sie haben bewusst und zielgerichtet das Finanzamt betrogen und so Milliarden auf dem Rücken der Allgemeinheit eingeheimst. Und ja, gerade deswegen, wegen des volkswirtschaftlichen Schadens für die Allgemeinheit, geht es hier auch um eine Frage der Gerechtigkeit. Von daher ist sachbezogene Aufklärung und vor allem auch die Schließung weiterer bestehender gesetzlicher Lücken im Bereich der Finanzkriminalität unsere Pflicht gegenüber den SteuerzahlerInnen und gerade auch im Sinne der Gerechtigkeit. Allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, hat Ihr Antrag leider wenig zu tun mit konstruktiver und sachorientierter Aufklärung. Maßgeblich stellen Sie nämlich, und das wurde hier mehrfach angesprochen, genau die gleichen Fragen, die auch im Hamburger Untersuchungsausschuss bereits behandelt wurden. Gleichzeitig vergessen Sie beispielsweise das gesamte Thema Cum-Cum, obwohl es auch hier sehr berechtigten Anlass zur Aufklärung gäbe, bei einem volkswirtschaftlichen Schaden von schätzungsweise 30 Milliarden Euro, der damit dreimal so hoch ist wie bei Cum-Ex. Und ich sage es Ihnen auch, überraschend ist diese Lücke in Ihrem Antrag nicht, denn Sie haben bereits in Ihrer Regierungszeit dieses Thema konsequent ignoriert. Sie haben keinerlei Ambitionen gezeigt, derartige Steuergestaltung durch scharfe Gesetze zu unterbinden. Der Finanzminister war Wolfgang Schäuble von der CDU. Das gehört soweit auch dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da muss ich Ihnen ganz klar sagen, ein Untersuchungsausschuss zum Sammelbecken von Schuldzuweisungen und Vermutungen zu instrumentalisieren, führt jeden berechtigten Aufklärungsgedanken ad absurdum und wird dem Schaden dieser illegalen Steuergestaltungen eben gerade nicht gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. So, und jetzt noch einmal Blick nach vorn, denn es gibt noch immer gesetzliche Lücken, die wir dringend schließen müssen. Ich denke da beispielsweise an die Unterbindung von missbräuchlichen Dividendenarbitragegeschäften. Das ist ein ganz konkreter Punkt aus dem Koalitionsvertrag. Der muss ins Steuerfairnessgesetz jetzt rein. Wir beraten es, weil damit wir endlich vor die Welle kommen, genau das erreichen, was uns bei Cum-Cum und Cum-Ex nicht gelungen ist. Hier steht der Finanzminister jetzt in der Pflicht, ganz konkrete Vorschläge für das Steuerfairnessgesetz zu unterbreiten. Und abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich noch einmal betonen, wir Grüne wollen sachgerechte Aufklärung. Wir beteiligen uns aber nicht an einer parteipolitischen Wahlkampfschlacht zwischen Ihnen von der Union und den Kolleginnen von der SPD. Das machen wir nicht. Wir werden weiterhin dafür kämpfen, die Finanzkriminalität in Deutschland einzudämmen im Sinne unseres gemeinsamen Anliegens einer transparenten und gerechten Steuerpolitik ohne Schlupflöcher für Großbanken und für Großkonzerne. Und ja, dazu braucht es auch weitere Aufklärung. Und an der werden wir uns als Grüne Bundestagsfraktion intensiv und konstruktiv beteiligen, lieber Herr Hauer. Herzlichen Dank. Soweit die Ankündigung aus der Grünen Fraktion. Und die Unionsfraktion hat ja diesen Untersuchungsausschuss beantragt. Für die Unionsfraktion spricht nun Patrick Schmieder. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ja, wir fordern die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Komplex Scholz-Warburg-Bank. Ja, wir wollen das schärfste Schwert einsetzen, das die Opposition einsetzen kann. Und wenn es das Erfordernis noch gebraucht hätte, dann sind es die Beiträge vor allem der SPD und der Koalitionsfraktionen, die das heute klargemacht haben. Man fragt sich doch an die Genossen gerichtet, haben sie etwas zu verbergen? Und was haben sie zu verbergen, dass sie sich so dagegen wehren, dass diese Dinge aufgeklärt werden? Und ich sage Ihnen, warum muss es diesen Untersuchungsausschuss geben? Weil wir die Wahrheit wissen wollen, weil ganz Deutschland wissen muss, woran es mit diesem Bundeskanzler ist. Ein Bundeskanzler, der scheunentorgroße Gedächtnislücken hat. Ein Bundeskanzler, der bei keiner Gelegenheit seinen Gesprächspartnern zu spüren lässt, er habe mehr Durchblick, ein besseres Gedächtnis als jeder andere in diesem Raum. Dieser Bundeskanzler kann sich an Gespräche mit einem bedeutenden Hamburger Bürger über zweistellige Millionensummen nur schwach oder gar nicht mehr erinnern. Wie glaubwürdig ist denn diese Person?
Und es gibt starke Indizien, dass Herr Scholz, vorsichtig ausgedrückt, flexibel mit der Wahrheit umgeht. Am 1. Juli 2020 ist gesagt worden, im Finanzausschuss kann er sich an Themen eines Gesprächs mit Herrn Olearius erinnern. Als bekannt wird, es hat drei Gespräche gegeben, mindestens drei Gespräche, kann er sich an nichts mehr erinnern. Und ich habe schon den Eindruck, diese Erinnerungslücken, dieser Gedächtnisschwund grassiert in der gesamten Koalition. Wenn ich mir das Verhalten einiger Grüner anschaue, die sich vorher in Opposition noch ganz anders geäußert haben. Der Einzige, der dort Rückgrat hat, ist Herr Dr. Schick. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und das alles muss aufgeklärt werden. Was ist im Fall Scholz-Warburg geschehen bzw. unterlassen worden? Haben wir einen Bundeskanzler, der extreme Erinnerungslücken hat? Haben wir einen Bundeskanzler, der flexibel mit der Wahrheit umgeht? Beides wäre unverantwortlich und würde in die Frage münden, kann ich so jemandem unser Land anvertrauen? Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will auf das noch eingehen, was Herr Schrodi hier gesagt hat. Herr Schrodi, zum ersten Mal haben Sie gesagt, die Union würde behaupten, es sei ein Schaden entstanden. Darüber kann man ja nachdenken. Das Wort Schaden kommt in unserem Antrag nicht einmal vor. Müssen Sie vielleicht mal richtig lesen. Zweiter Punkt. Sie stellen in Frage, dass das Bundesstaatsprinzip hier gewahrt ist, nämlich dass wir verantwortlich als Bundestag diese Sache aufklären könnten. Ich sage Ihnen, der Bundestag ist zweifelsfrei zuständig für die Kapitalertragssteuer, um die es hier geht. Er muss auch dessen Handhabung in einem krassen Einzelfall wie dem Steuerfall Warburg Bank beleuchten können. Es geht um den Vollzug von Bundesrecht und fast zur Hälfte um Steueransprüche des Bundes. Und es ist zudem fraglich und offen, warum sich Hamburg in dieser Rechtsfrage, die bundesweit einheitlich zu beantworten ist und die 15 Bundesländer einheitlich beantwortet haben, sich nicht abgestimmt hat mit Bund oder den anderen Ländern. Der Bundesfinanzminister musste Hamburg durch Weisung zum Rechtsvollzug bringen. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Untersuchungsausschuss, ja, bedeutet viel Arbeit und bindet große Ressourcen. Diesen Aufwand verantwortet aber nicht meine Fraktion, nicht der Antragsteller. Diesen Aufwand verantwortet der Herr Bundeskanzler. Sein Ausweichen vor den Fragen der Kolleginnen und Kollegen, seine Erinnerungslücken haben diesen Ausschuss unvermeidbar gemacht. Und kein Parlament, das sich selbst und seine Aufgabe wahrnimmt, lässt sich so von einem Regierungschef behandeln, Herr der Kollege, Bundeskanzler mit den drängenden Fragen im Steuerfall Warburg Bank zum Ende, bitte. Umgegangen ist. Kein Respekt vor dem Parlament, vor den Parlamentariern. Diesen Respekt haben Sie vermissen lassen, Herr Bundeskanzler. Wir wollen Aufklärung, wir wollen die Wahrheit wissen. Viel Applaus aus der Unionsfraktion übrigens, die hier stark vertreten ist, hier bei der Debatte zum Untersuchungsausschuss, den sie eben einrichten möchte. Für die FDP nun Maximilian Mauthaust. Kolleginnen und Kollegen, ich habe sehr genau zugehört, was die Kollegen der Union hier vorgetragen haben. Und auch für die Freien Demokraten kann ich ganz deutlich und eindeutig sagen, selbstverständlich haben auch wir ein Aufklärungsinteresse, wenn irgendwo etwas schiefläuft. Ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, nichts von dem, was Sie entweder in Ihrem Antrag oder hier heute am Rednerpult vorgetragen haben, rechtfertigt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Ich bin zuversichtlich, dass die Kolleginnen und Kollegen in Hamburg, und dort ist das Thema, es wurde schon mehrfach aufgeworfen, dort ist die Zuständigkeit, alles tun werden. Und ich hoffe auch, dass Sie das Grundvertrauen in Ihre Leute in Hamburg haben, dass Sie für eine entsprechende Aufklärung sorgen. Dann bräuchten wir auch keine Parallelstrukturen. Auch das gehört zum sorgsamen Umgang mit Steuergeld dazu. Und dann muss ich auch, wenn ich genau aufnehme, was hier gesagt wurde, muss ich mich doch über die ein oder andere Aussage im Ton zutiefst wundern. Denn auch der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, bei allem, was aufgeklärt werden muss, hat das Recht auf die Unschuldsvermutung in Deutschland. Und man kann nicht auf der einen Seite in den Medien immer erzählen, es kann nicht sein, dass Leute vorverurteilt werden, es kann nicht sein, dass Prominente mit Behauptungen und Indizien, wie Sie es sagen, vorverurteilt werden und das Gleiche dann hier vornehmen, wenn es für den eigenen politischen Vorteil gereicht. Ich finde, das ist nicht die richtige Antwort. Und da muss man doch genau hinhören, was der ein oder andere
sagt. Herr Mittelberg spricht von einer Umkehr der Beweislast. Herr Hauer hat Angeklagte als Kriminelle bezeichnet. Herr Gottschalk von der AfD spricht von Beugehaft. Und Herr Schnieder wirft mit Suggestivfragen um sich. Das ist doch nicht der Umgang, den auch wir in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss wollen. Wir nehmen eine Beobachtung politischer Kulturen wahr. Und ich schaue da mal auf die USA, wo parlamentarische Untersuchungsausschüsse oft als öffentliches Tribunal verwendet werden, wo sie nicht mehr als Aufklärung dienen, sondern wo Leute öffentlichkeitswirksam vorgeladen werden, um eine eigene politische Agenda durchzuziehen, wo auch in den Befragungen Suggestivfragen vorgenommen werden. Und ich finde, so diese Kultur sollten wir in Deutschland nicht Kultur werden lassen. Es geht um einen Untersuchungsausschuss. Es geht nicht um einen Wahlkampfausschuss. Und deswegen werden wir mit bestem Gewissen an der Aufklärung teilhaben. Wir werden aber keine Wahlkampfmanöver, wir werden aber keinen Untersuchungsausschuss für Wahlkampfmanöver missbrauchen. Und deswegen können Sie auf unsere konstruktive Mitarbeit zählen, aber nicht darauf, dass wir die politische Kultur in Deutschland in so eine Richtung drehen werden. Vielen Dank. Der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle kommt zu Wort. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Erstens. Nicht nur private Banken, sondern auch die zum damaligen Zeitpunkt öffentlich-rechtliche Landesbank, die HSH Nordbank, haben in einem solchen Maßstab die deutschen Steuerzahler betrogen, dass man nur von einer organisierten Kriminalität sprechen kann. Zweitens. Spitzenpolitiker haben bis hin zum heutigen Bundeskanzler haben sogar aktiv an der Vertuschung dieses Raubzuges auf die öffentlichen Finanzen mitgeholfen und versucht, die Rückforderung der erbeuteten Steuermilliarden einzuschränken oder zu verhindern. Es muss lückenlos aufgeklärt werden, gerade deshalb, weil es sich hier um unseren Bundeskanzler handelt. Und wir können keinen Bundeskanzler tolerieren im Amt, bei dem man sich nicht sicher sein kann, dass er sich an solch wichtigen Dingen immer erinnert und nicht nur, wenn es ihm passt, und dass er im Zweifel bei einer Entscheidung auch immer für die richtige und die rechtlich saubere Sache eintritt. Deswegen muss das aufgeklärt werden. Und deswegen unterstütze ich auch diese Aufklärung. Ich sage aber auch drittens, Sie klammern mit Ihrem Antrag, Ihr Antrag ist wirklich unzureichend bei der CDU, Sie klammern die Cum-Cum-Geschäfte aus. Die haben von der Bedeutung noch eine wesentlich größere Bedeutung. Bis zu 30 Milliarden, hat man in der Presse lesen können, sind da hinterzogen worden. Da fallen aber auch Namen wie zum Beispiel Herr Schäuble oder Spahn, der damalige Finanzminister Schäuble. Der hat zwar veranlasst, dass hinterher Rückforderungen gemacht wurden, aber wieso hat es überhaupt diese Löcher in unserem Steuersystem gegeben? Wieso ist dieses Geld zweckentfremdet worden von Multimillionären, die noch reicher gemacht wurden? Herr Kollege, vielen Dank. Ich nenne das einen täuschlichen Plan. Und wenn Sie nur den Kanzler stürzen wollen, dann ist das für mich auch ein täuschlicher Plan. Herr Fahle, Ihre Redezeit ist zu Ende. Denn Sie sind keinen Deutsch besser. Soweit die Rede von Robert Fahle, mittlerweile ja fraktionslos. Und für die SPD-Fraktion spricht nun Esra Limbacher. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir diskutieren heute einen Antrag der Unionsfraktion, der symbolisch für die Politik dieser Parteien steht. Es geht bei diesem Antrag nicht um einen Erkenntnisgewinn für die Bürgerinnen und Bürger. Es geht auch nicht darum, hier einen Steuerskandal aufzuarbeiten. Nein, es geht rein um politische Instrumentalisierung, parteipolitische Spielchen. Aber genau dafür ist ein Untersuchungsausschuss als schärfstes Schwert der Opposition eben nicht da, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Untersuchungsausschüsse sind in Deutschland seit der Weimarer Republik ein fester Bestandteil der parlamentarischen Demokratie und der Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition, und das ist auch gut so. Der Mehrwert eines Untersuchungsausschusses jetzt im vorliegenden Fall ist aber nicht nur schwer zu begründen, er ist schlicht nicht vorhanden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man muss es so klar sagen, es geht um Behauptungen, die vor 3 Jahren ohne Belege in den Raum gestellt wurden, die längst widerlegt sind und jetzt wieder aufgerollt werden sollen, um politisch Stimmung zu machen. Jeder, der sich ein wenig mit den Vorwürfen beschäftigt hat, der weiß, da war nie was dran. Es gab keine politische Einflussnahme. Und bei allen angestrengten Untersuchungen ist genau nichts rausgekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wo soll hier der Mehrwert für eine Untersuchung weiterhin sein? Sie zweifeln in Ihrem Antrag an den Aussagen und an der Glaubhaftigkeit unseres Bundeskanzlers und wollen hierfür einen Untersuchungsausschuss im Bundestag einsetzen, obwohl Sie wissen, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Hamburger Bürgerschaft haben diese Zweifel bereits längst ausführlich widerlegt. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hat zuletzt Anfang März diesen Jahres eindeutig dargelegt, dass sie im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Geschäften der Bank erst überhaupt gar keinen Anfangsverdacht gegen den Kanzler wegen uneidlicher Falschaussage sehen würde. Ein Beweis für eine Einflussnahme hat auch der Hamburger Untersuchungsausschuss in über 2,5 Jahren Tätigkeit eben nicht erbracht. Glauben Sie etwa, Ihre Parteifreunde in Hamburg haben in dem Untersuchungsausschuss nicht ordentlich gearbeitet? Seit 2020 gibt es genau diesen Untersuchungsausschuss. Dort wurden über 50 Zeuginnen und Zeugen angehört. Insgesamt fanden bereits über 40 Sitzungen statt. Zudem tagte der Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in der 18. Legislaturperiode des Bundestages in 46 Sitzungen, vernahm 70 Zeuginnen und Zeugen und hörte eine Vielzahl von Sachverständigen an. Jetzt einen neuen Untersuchungsausschuss einzusetzen, wäre nicht nur völlig sinnlos, sondern auch unverhältnismäßig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es mutet, das muss man sagen, es mutet ja beinahe schon so an, als wollen Sie hier auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Bundesmittel dafür einsetzen, einen Sachverhalt zu untersuchen, der bereits in seiner Gänze durch unterschiedliche Staatsorgane in unterschiedlichen Zeiten untersucht wurde und zu einem und demselben Ergebnis immer wieder gekommen sind. Es war nichts, es gab nichts, es ist nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Neben keiner Aussicht auf neuen Erkenntnisgewinn stellt sich ganz grundlegend die Frage, inwieweit der Antrag der Unionsfraktion überhaupt verfassungskonform ist. Mir scheint es beinahe so, dass Sie Bundes- und Landeszuständigkeiten mehrfach verwechseln. Es ist klar, in so einem wichtigen Verfahren muss die Frage der Verfassungskonformität klar überprüft und festgestellt werden. Und das am besten schnell durch den Ausschuss der Wahlprüfung Immunität und Geschäftsordnung. Heute wäre eine Gelegenheit dazu. Ich komme zum Schluss. Aber will auf ein bemerkenswertes Zitat, das ich im Einverständnis mit der Frau Präsidentin wiedergeben möchte. Ein Bundestagsabgeordneter hat im Jahr 2001 in Bezug auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses für einen zugegeben mittlerweile sehr vielen der Schmiergeldaffären der CDU Folgendes gesagt. Das ist ein eklatanter Missbrauch. Es ist ein Untersuchungsausschuss tätig, der ein reines parteipolitisches Kampfinstrument der Sozialdemokraten gegen die Union als Ganzes geworden ist und der mit dem Untersuchungsausschussauftrag etwas festzustellen bis heute nichts zu tun hat. Diese Worte, liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich mir von meinem geschätzten Kollegen und heutigen Fraktionsvorsitzenden der Union geborgt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wir sollten Friedrich Merz genau an seinen eigenen Worten auch heute messen. Sehr geehrter Herr Merz, lassen Sie es nicht zu, dass ein Untersuchungsausschuss in diesem Haus zu einem parteipolitischen Kampfinstrument wird, und bewahren Sie sich selbst diesen Rest an Glaubwürdigkeit. Herzlichen Dank. Damit kommen wir zum letzten Redner in dieser Debatte, ob ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden soll. Und das ist Michael Frieser, der Justiziar der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Scholz-Warburg, da geht ein leichtes Beben, vor allem durch die SPD-Fraktion. Der
Die Sorge muss schon sehr groß sein, wenn man mit den Standards, und wir hätten gehofft, es gäbe heute etwas mehr zu sagen, etwas mehr zu bieten, als wirklich die Stanzen, die man im Grunde als Regierung gegen jeden Untersuchungsausschuss, wir wissen, wovon wir reden, ins Feld führen kann. Entschuldigung, in diesem Fall reicht es nicht ganz aus. Die Grünen machen es wesentlich geschickter, wenn man zuhört. Sie weiten das Feld über die Frage dessen, was man noch alles untersuchen müsste, was in diesem Land alles tatsächlich schiefläuft, trotz ihrer Regierungsbeteiligung, trotz der Kosten, die durch unzählige Staatssekretäre erhöht und aufgebaut wurden. Aber egal. Und deshalb muss man ihnen ab und zu dann schon mal das Ergebnis auch ihrer Beteiligung an den bisherigen Verfahren noch mal unter die Nase halten. Lisa Paus in der Berliner Zeitung am 14. September 2020. Es ist ganz klar, Olaf Scholz hat etwas zu verbergen. Und um es noch deutlicher zu machen, am 9.9.2020 ließ sie sich dazu hinreißen im Redaktionsnetzwerk. Olaf Scholz, mit ihrer Erlaubnis, Olaf Scholz hat im Bundestag über seine Treffen mit der Warburg Bank belogen. Frau Paus scheint mir etwas weiter zu sein. Wer aber so weit nicht gehen will, der muss ein erhöhtes Interesse daran haben, dass gerade ein solcher Untersuchungsausschuss den Versuch unternimmt, einen erneuten Versuch unternimmt, das, was an dieser Stelle im Raum steht, ein Elefant so groß wie die versuchte Steuerhinterziehung. Da geht es tatsächlich um die Frage, ob man 47 Millionen Euro der Verjährung überlässt und trotz Anweisungen des Bundes weiterer 43 Millionen dasselbe Schicksal eingedeihen lassen will. Man möchte uns glauben machen, dass viele in den Entscheidungsbereich einer Finanzbeamtin der immer klammen Hansestadt Hamburg. Um Frau Mast zu zitieren, geht's noch? Ist denn das wirklich etwas, was Sie die Öffentlichkeit glauben machen wollen? Es ist mir unangenehm, aber man muss immer wieder mal darauf hinweisen, selbst dieses Nebelkerzen streuen, um zu sagen, ein solcher Untersuchungsausschuss wäre nicht nur obsolet, sondern gegebenenfalls tatsächlich verfassungsrechtlich fragwürdig. Auch da wieder ein Zitat. Ja, geht's noch? Ein Blick ins deutsche Grundgesetz, 108 in Verbindung mit 85 des Grundgesetzes. Die Länder erheben die Kapitalertragssteuer im Auftrag des Bundes und sind diesbezüglich sogar weisungsgebunden. Es geht um Steuereinheitlichkeit. Es geht um das Geld aller deutschen Bürger und nicht nur eines in Not geratenen Privatiers, der übrigens persönlich haftender Gesellschafter ist. Es ging nicht um die Arbeitsplätze einer Bank, es ging nicht um Institutionen. Nein, es geht um millionenschwere Privatleute, die gegebenenfalls an dieser Stelle etwas leiden könnten. Und an dieser Stelle muss man sagen, wer in Kenntnis darum, dass Ermittlungsverfahren läuft, solche Treffen mal strategisch nicht erinnern kann, mal strategisch behauptet, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob und inwieweit sie stattgefunden haben, der legt einfach die Bank dafür, dass ein solcher Untersuchungsausschuss sich eben nicht mehr nur mit der Frage von laufenden Erinnerungslücken oder mit Formaten, was diese Erinnerungslücken anbetrifft, beschäftigen muss, sondern sogar mit der Frage Einflussnahme, Möglichkeit der Vertuschung, am Ende sogar dafür, dass Beihilfe geleistet wird zur Frage einer Steuerhinterziehung in Höhe von 90 Millionen Euro. Wenn das kein Grund ist für einen Untersuchungsausschuss, dann weiß ich es auch nicht mehr. Michael Frieser war das hier in der Debatte zu einem Untersuchungsausschuss, den die Unionsfraktion hier einrichten lassen möchte. Das kann sie formal, denn ein Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestags muss dafür stimmen, dass so ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird, und über diese nötige Stimmenzahl verfügt die Unionsfraktion. Trotzdem wird hier dieser Antrag erst einmal in die entsprechenden Ausschüsse überwiesen und dann nochmal im Plenum hier beraten und dann abgestimmt. Aber wie gesagt, da die Unionsfraktion die nötige Stärke dafür hat, können wir davon ausgehen, dass sie auch dafür stimmen wird. Denn am Dienstag hat die Fraktion schon bei ihrer Sitzung einstimmig für eine solche Einsetzung gestimmt.